Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge Meet Your Maker. Heute werden wir direkt mal mit einer Community Base testen. Die hatte ich noch in den Kommentaren. Die habe ich. Wow. Die habe ich fast vergessen. Wir schauen uns das Ganze direkt mal an. Ja, jetzt weiß ich nicht, was der Name ist. Der Außenpostname. Ich denke, das sollte der sein. Kossuth. Richtig? Ist es richtig? Welcher Name? Der erste hier. Alter, eine Schlange? Hat er da einfach eine Kobra gebaut? Warte mal, ich mal die anderen anschauen. Ach, eine Katze. Schaut euch das mal an. Vielleicht testen wir die auch, obwohl die jetzt nicht aus der Community ist, aber sieht cool aus. Ja. Die sah ein bisschen seltsam aus. Egal, wir testen erstmal die Community Base. Aber die Katze, die will ich auch testen. Die sah interessant aus. Die sah richtig cool aus. So, aber erstmal die hier. Eine Kobra, der hat einfach eine Kobra gebaut, Leute. Ey, wie geil ist das denn? Schaut euch das mal an. Das ist der Schwanz, ne? Warte mal, ich will auf den Kobra-Kopf drauf. Muss aber erstmal schauen, wo der gleich lang geht. Ich dass ich den Weg hinterher nicht finde. Wo geht der rein? Hä? Ich hoffe auf jeden Fall die Grabstätte hier. Hier ist der Eingang, okay. Das ist ziemlich cool. Da ist eine coole Base gebaut. Gefällt mir jetzt schon, obwohl ich nicht mal drin war. So, ich will mal hier drauf. Kopf. Ah, oh, einfach Augen. Geil. Das nenne ich kreativ, Leute. Das nenne ich eine kreative Base. So, wir gehen einfach mal rein. Alter, als ob wir im Körper einer Schlange sind. Wie geil ist das denn? Oh. Nein, nein, nein. Kollege, nicht mit mir. Ja, warte mal, da hinten ist so. Boah. War ja klar, dass ich den nicht kriege. Da wusste er jetzt. Hallo? Ist er rausgelaufen? Alter, der wartet hier einfach auf mich. Der hat einfach auf mich gewartet. Ach komm. Direkt der nächste. Hat jetzt so eine Explosionsfalle, ne? Hallo, hallo, ganz ruhig hier. Ganz ruhig, meine Friends. Ich muss sagen, die Base hier ist echt cool. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Sind einfach im Schwanz der Schlange drin, ne? Oh, ich dachte schon, über mir ist noch was. So, weg mit dir. Alles klar, so weit, so gut. Ich hab mir schon irgendwie gedacht. Da hinten. Oh. Boah. Das ist auch so ein. Das war jetzt fies. Ich dachte, ich bin jetzt eingesperrt. Kriege ich den? Von hier aus? Weiß ich nicht. Ja. Alles klar. Der sieht so auch schon wieder so hinterhältig aus. Aber so weit, so gut. Aber die Base ist auf jeden Fall richtig geil. Aha. Aha. Wo sind wir gerade? Sind wir schon im
Kopf der Schlange? Ich glaube ja, ne? Im Körper. Ich würde mal sagen, ja, von der Höhe her. Oh nein. Oh, boah, ernsthaft. Oh nein. Da war ich zu übermütig. Da war der gute alte Ray einfach zu übermütig. Ach, komm mal drauf. Jetzt muss ich alles von neu machen. Einfach alles from the beginning. Egal. Komm. Das muss ich hier packen. Komm. Ich muss die Base schaffen, Leute. Das ist peinlich. Ich war doch schon so weit. Ich konnte den Kristall schon schmecken, Leute. Ich konnte ihn schon riechen. Ich hatte schon förmlich ein Techtelmechtel mit dem. Die waren schon so gut verliebt eigentlich. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mit Konzentration, Leute. Jetzt mit Konzentration. Ich weiß nicht, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Jetzt gehen wir einmal richtig mit vollem Ernst da rein. Hallo? Das reicht aber. So, jetzt lasst mich hier raus. Ist hier was? Nee. Wollte schon was sagen. Ach komm, was mache ich denn da schon wieder? Ich will die Schlange schaffen, Leute. Nicht schlecht. Also die Base ist echt mega gut. Aber jetzt, ich mache so viel Quatsch hier. Wir waren doch schon so kurz davor, Leute. Wir waren doch schon so nah. Hallo? So langsam reicht's auch. So. Jetzt müssen wir echt mal hier bisschen aufpassen. Ey. Und ich fast mein Verderben geschubst. Ich weiß nicht mal, war hier oben auch noch eine Falle? Scheint nicht so, ne? Ach, da oben. Stimmt. Ey, komm, hör doch auf, ey. Hör doch auf. Ey, nicht schlecht. Aber das wäre jetzt einfach ein dummer Fehler von mir gewesen. Eigentlich hätte ich ihn easy packen müssen. So ein dummer Fehler. Vor allem, ich wäre schon längst durch, ne? Leute. Der ist sich wahrscheinlich richtig am Freuen, ne? Da ist sich bestimmt gerade jemand richtig am Freuen. Macht die Base auf jeden Fall auch, Leute. Lohnt sich. Den Namen seht ihr gleich nochmal. Jetzt machen wir 100% ernst. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Komm, jetzt 101% ernst.
Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Diesen Run nicht schaffe, dann muss ich das Spiel deinstallieren und löschen. Ernsthaft, Chip. Was ist los mit mir? Was ist auf einmal los mit mir? So. Meine Güte. Ganz ruhig, Brauner. Genau, ich schieße einfach zwischen die Beine, auch nicht schlecht. Ach, Leute. Leute, was mache ich da? Am Anfang bin ich doch so easy da durchgekommen. Weil ich jetzt irgendwie auch Highspeed Speedrunner machen möchte, keine Ahnung, was ich davor habe. Der andere? Oder ist wieder zurückgekommen? Bin leicht verwirrt. So, jetzt aber. Weg mit dir, bevor der mich hier wieder, bevor der mir wieder ein paar Problems macht. So, jetzt macht er mir keine Faxen. So, jetzt aber. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich ein totaler Loser. Okay, soweit so gut. Ich dachte schon Bomben. Ja doch. Sag ich richtig, Punch. Hier ist dieses Ding da hinten gestorben, ne? Dieser Falle da oben. Die hat mich einfach alles gekostet. Warum ist hier ein Pfeil? Hier kommen wir dann gleich raus. Sagen ja, oder? Alles klar, geil. Einfach aus dem Mund raus. Das ist mal eine mega fette Base, Leute. Schaut euch das mal an. Wie cool ist diese Idee, bitte? Schickt mir auf jeden Fall mehr Basen. Warte mal, wer mir den Namen hier? Ich werde mal gleich da reinschauen. Obwohl, ich wollte mir die Katzenbase anschauen, ne? Vielleicht sollten wir uns die noch anschauen. Sieht ja ganz interessant aus. Warte mal, unsere Mom können wir immer füttern. Ja, ist ja gut. Ich wollte mir eigentlich noch mal kurz die Katzenbase anschauen. Sieht ja auch ganz interessant aus. Außenposten. Das war auch der Name, ne? Ja. Die ist zwar nicht aus der Community, aber die sieht lustig aus. Wir schauen mal nur kurz rein, wenn wir direkt abkratzen. Wir gehen dann raus. Einfach nur aus Interesse. Aber die Schlangenbase ist echt gut ab. Boah, schaut das mal an. Sieht auch cool aus. Die sieht nicht schlecht aus. Fällt mir. Was haben wir denn hier? Okay, irgendwie bin ich den Pfeilen ausgewichen, wie auch immer. Geht's hier rein? Alles klar.
Ich würde sagen, wir lassen das auch, Leute. Das war ja einfach nur mal, um zu schauen. Ich glaube, die ist auch zu heftig, oder? 137 Fallen, ja. Wir lassen das. Das lassen wir, Leute. Aber ich wollte noch mal schauen, was der Kollege von gerade eben noch so verbrazen hat. Das interessiert mich jetzt. Name, wie ist nochmal der Name? So, schauen wir mal. Back, was? Backpipe. So. Ja, die hatten wir ja gemacht. Die war jetzt neu, ne? Hatten wir die gemacht? Warte mal. Das kenne ich nicht. Möchte ich mal testen. Soll es ein Schwert sein, oder? Ich teste einfach mal. Ich bin einfach mal so frei. Oder soll es so ein Antikreuz sein? Keine Ahnung. Ich sag lieber mal ein Schwert. Sagen wir, das ist einfach ein Schwert. Oh, was? Was geht denn hier ab? Alter, was ist denn hier los? Was ist das? Stufe 1. Kommt man auf sowas? Warte, ich kann dann doch von hier direkt rein, ne? Das einfach eine riesige Armee. Naja. So, weg mit dir. Kollege. Was soll das? Okay, da hat die Palle die hier weggehauen. Einfach eine dicke Armee. Wir gehen einfach mal hier oben raus. Und die Schlange, die war auf jeden Fall geil. So, und raus hier. Wie gesagt, schaut euch, gibt es einen Namen ein, dann könnt ihr auch die Cobra Base auch einmal testen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch wir noch einen Run. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, noch einen kleinen oder so. 4, 8. Die wird mir jetzt öfter vorgeschlagen, ne? Aber da war ich doch schon mal drin. Wie sehen die denn hier alle aus? Okay. Das ist wieder so eine Pyramide. Wir machen einfach so eine schnelle Kiste hier. Eine ganz schnelle Nummer. Da waren ja eigentlich so gut wie kaum Fallen drin, aber egal. Abstätte. Was ist hier? Hier durch. Das riecht doch schon nach Falle. Ernsthaft? Alles klar. So kann man es auch machen. So kann man das Ganze auch gestalten. Ach, schau ich das mal an. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Der wollte uns da von hinten überraschen, ne? Gut, dass ich erstmal zur Grabstätte bin. Okay, es kommt doch hier ein Haufen Fallen, oder? Alles klar. Alles klar. Der will Stress. Hä? Doch nicht von hier. Wo kommt er denn?
Ach, von da hinten. Aha. Aha. Wollte der mich einfach reinlegen? Nicht mehr mit mir. So, wie sieht's jetzt aus? Und raus. Dann schnell raus hier. Klein, aber fein. So. Können wir nochmal Marm füttern? Ich glaube nicht. Wir haben aber mittlerweile wieder einiges an Geld und so. Wir sollten uns bald mal ein paar Upgrades holen. Ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wie immer, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, seine Base könnt ihr gerne testen. Kommt auch gerne in den Discord, da könnt ihr nämlich auch eure Basen reinschreiben, untereinander austauschen. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.